Ja, hoi, meine Freunde von heute. Willkommen im Jahr 2018 und damit zu Mazer 4.0, aber auch zu einem neuen Projekt, nämlich Banjo-Kazooie. Kurz vorab, ihr fragt euch sicherlich, was bedeutet Mazer 4.0? Für die Leute, die es vielleicht aufgefallen ist, im Laufe der Zeit der Let's Play-Zeit hat sich eigentlich mein Kanal immer wieder ein bisschen weitergebildet. Und es war meistens ins Positive, und das hoffe ich natürlich dieses Mal auch. Aber was der wichtige Punkt eigentlich ist, ich habe im Ende des Jahres 2017, beziehungsweise im Laufe des Jahres 2017, zum einen sehr stark an Qualität verloren. Es war so, dass ich nur noch was reingejagt habe und das war's halt. Und das andere war halt, es kamen keine Videos. Es kamen so selten Videos und es war nicht unbedingt schön anzusehen. Kann ich natürlich verstehen, dass der eine oder andere Zuschauer dann den Kanal verlassen hat. Es sind zwar meistens eh nicht viele Zuschauer, aber selbst die, die ich dann habe, ja, es ist zwar traurig, aber so ist es halt. Ich schäme mich natürlich selber dafür, weil als Let's Player hat man natürlich eine gewisse Verantwortung und ich weiß nicht, Videos machen ist jetzt nicht unbedingt so eine super Pflicht, die man erfüllen muss, aber man sollte sie schon irgendwie erfüllen und ich habe natürlich alles irgendwie links liegen lassen. So, für natürlich das wachsame Auge wurde schon erkannt, dass es hier sich um eine ROM-Version auf einen illegalen Emulator bla 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 befindet und für alle Misstrauischen, genau deswegen habe ich mir gerade, beziehungsweise nicht gerade, sondern vor einiger Zeit das Spiel bei eBay für Nintendo 64 bestellt. Ich habe zwar keine Nintendo 64, aber da ich dieses Spiel habe, darf ich es auch auf einem Emulator spielen. Das ist ja irgendwie so eine Lücke da in diesem Gesetzestext oder was auch immer das da ist. Und ja. Irgendwie sollte ich nicht weiter darüber reden. Finger weg von Emulatoren, wenn ihr die Rechte nicht kennt. So. Wir spoilern uns hier gerade mega, das möchte ich eigentlich gar nicht, weil das Spiel ist für mich blind. Ich habe keine Ahnung von Banjo-Kazooie. Und es geht schon direkt los. Oh, oh. Which language would you like to use? Wir wollen Französisch haben. Hä? Französisch? Ne, wir nehmen Deutsch natürlich. Natürlich, wir sind die fucking Deutschen. Ja, wir müssen die deutsche Sprache nehmen, natürlich. Wähle mit dem 3D-Stick ein Spiel aus. Drücke A, um zu spielen, oder den Z-Trigger, um den Spielstand zu löschen. Ich kann wohl nicht löschen, weil ich keinen Spielstand habe. Rein logisch gesehen. Kann ich auch andere? Ich kann nur Spiel 1 wählen, dann wähle ich halt Spiel 1. Dingpot, mein Kessel! Sage geschwind, wer ist hier das schönste Kind? Was soll ich sagen? Selbstverständlich du, Grundhilda. Ja, weise gesprochen, schlauer Topf. Ich habe hier den schönsten Kopf. Fast wie meine Mutter. Doch da gibt es ein Mädchen. Das kann nicht sein. Niemand hier darf schöner sein mit seinem Reim Nice. Tutti ist so süß und klein. Sie ist das Hübscheste von allen. Was? Du mieser alter Kessel. Ich mache aus dir ein Sessel. Warum? Wie? Egal. Tutti ist nicht nur hübsch. Sie ist ein wahrer Engel. Das muss eine echte Hexe sein. Die macht aus Eisen einen Sessel. Dem Biest werde ich zeigen. Warum kein Reim? Willst du ihr nicht deine Meinung geigen? So, den konnte ich mir jetzt nicht verkneifen. Wir müssen an der Stelle erwähnen, das Spiel ist 20 Jahre alt, ne? Oder so. Ich glaube, da stand gerade im Hauptmenü 1998. Hallo, Tutti, was hast du heute so vor? Sobald meine Bruder. Sobald. Oh Gott, ich kann. Leute, ich bin ein bisschen erkältet. Deswegen ist gerade schlecht. So, wir wollen uns auf ein Abenteuer stürzen.
Ja, das würde ich auch gerne am liebsten jetzt gerade tun, aber die Pflicht ruft. Wache endlich auf, damit das Spiel beginnen kann. Ich glaube, Kazooie ist ein Mädchen, oder? Ich weiß es nicht. Aus Tui mache ich Mäusefutter. Bald sieht sie älter aus als Masas Mutter. Ist das dein Bruder? Wo denn, Herr Maulwurf? Dort oben, am Himmel. Das glaube ich nicht. Du arme kleine Maus, dein Spielchen ist jetzt aus. Ich bin die Ich feg über den Boden Hexe. Au, du alte Vogelscheuche. Da hilft kein Gekratze. Ich mache aus dir eine Fratze. Was? Hä? Moment, was ist das für ein Reim? Oh nein, die Hexe hat die Kleine entführt. Hilfe. Banjo, wach endlich auf. Aufwachen. Nein, noch 5 Minuten bitte. Was ist denn los? Draußen gibt es Ärger. Polygonale Federn. Episch langes Hexenlachen. Warum denn so lange? Um Himmels Willen. So, das sind wir. Guckt uns an. Wir sind hübsch. Ich gehe direkt wieder ins Haus rein. Ich will wieder ins Bett. Denn eigentlich bin ich noch müde. Meine Schwester kann auch in 20 Parts noch gerettet werden. Ich finde ja, das kommt ein bisschen, ja, falsch rüber, sich so ein dickes, fettes Poster von seiner eigenen Schwester aufzuhängen. Ich weiß ja nicht. Vor allem, die ganze Wohnung wirkt so ein bisschen selbstverliebt. Guckt uns an, wir könnten aus einem Spielecover stammen. Wahrscheinlich ist dem auch so. So. Wir können springen. Klar, es ist ein Jump'n'Run. Seht ihr? Wir können springen. Wir machen dabei Geräusche. Und zwar, wie es aussieht, 2 verschiedene, denn mehr wurde nicht aufgenommen. Gut, aber hier drin scheint es nichts zu geben. Außer halt Goldfischi, der Goldfisch. Der gar nicht golden ist, aber das darf keiner wissen. Gut. Hi, ich bin Bottles, der kurzsichtige Maulwurf. Ich bin Banjo und das ist meine Freundin Kazooie. Komische Freundin, kann das Ding sprechen? Besser als du, Hasenhirn. Was war das für ein Lärm? Wo ist meine süße Schwester hin? Oder Tutti? Diese miese Hexe Gruntilla stach vom Himmel herab und hat sie entführt. Beruhige dich, Kleiner. Wir befreien Tutti. Wohin ist diese Hexe entflohen? Sie flog zu ihrer schaurigen Höhle. Der große, fette Hexenfels im Hintergrund. Den man allein schon von der Location vorhin von der Cutscene vor der Tür gesehen hat, natürlich. So. Wenn ihr Moves lernen wollt, drückt A. Wer schon alles weiß, sollte besser B drücken. Wir schaffen es auch ohne deine Hilfe. Wie ihr meint, ich gebe euch die ersten Moves mit auf dem Weg. Warum sagen wir eigentlich, dass wir das selbst machen und dann. Ja. Ich möchte gerne selbst die Steuerung rausfinden. Denn so schwer kann es ja nicht sein, ein bisschen zu springen. Und so einen kleinen Mini-Doppelsprung. Alter, eine fette Karotte setzt sich mir in den Weg. Geh weg, Vitamin C. Ich kann rollen. Rolle, Vitamin C! Ich bin eine leckere Honigwabe. Stecke voller Energie. Ich glaube, die Karotte hatte mehr Energie. Zwiebel! Alter, das ist Grafik? Yes, Mann! Das habe ich vermisst. Ewigkeiten kein Spiel mehr gespielt, wo es so welche. Geil. Ewigkeiten kein Spiel mehr gespielt, wo sowas passiert. Hi, Stein. Kann ich mit dir sprechen? Ich hätte vielleicht doch ein bisschen was
mitmachen können. Ich glaube, der Maulwurf ist hier drin, aber... Ach so, mit B, okay. Ihr habt gesagt, dass ihr es alleine schafft. Seht zu, wie ihr zur Hexe kommt. Haha, geil. Okay. Ich werde es schon selber rausfinden. Gibt es irgendwie eine Arschbombe? Ich weiß es nicht. Ich kann es gerade echt nicht sagen. Haben wir so welche Moves? Nein, haben wir nicht. Wahrscheinlich können wir das erst später machen. War vielleicht auch ziemlich dumm von mir, das einfach direkt abzulehnen. Gut. Was war das da unten? Ich weiß nicht, was es ist, aber es ist eine Wabe ohne Inhalt. Wir starten Honigwabe, sammelt 6 von uns leeren Honigwaben ein, um die Energieleiste zu erweitern. Okay, gut zu wissen. Was Neues gelernt, Leute. Noch mehr Vitamin C. Ich mag's, es ist nett. Ich setze natürlich da so ein bisschen immer eine Sicht auf Yokai Lady, was da... Ein fliegender Rosenkohl. Ich werde nicht mehr. Ich setze natürlich da so ein bisschen mal Anleihe an Yokai Lady, weil ich habe halt Banjo-Kazooie nie gespielt, aber vor einiger Zeit Yokai Lady. Und es ist... Ich darf nicht so handeln, dass ich sage von wegen, ich kenne... ich setze hier Ansprüche dran, weil das Spiel ist ja immerhin 20 Jahre älter. Oder knapp 20 Jahre. So. Jetzt willst du mir doch helfen. Ihr seid also bereit, der windlichen Hexe entgegenzutreten? Und ob? Wo geht es lang? Knappe. Hinter der Brücke liegt Gruntildas Reich. Wir sehen uns dort. Ich drücke euch die Daumen. Hat ein Maulwurf überhaupt Daumen? Das und vieles mehr erfahren wir vielleicht in diesem Let's Play. Wer weiß. Ich liebe dieses Kinn. Wenn das Kind fast so lang ist wie die Brücke. Wofür macht man da noch eine Brücke dahin? Diese Maschine ist der Hit. Macht Toti alt und ich werde fit. Oh, lass mich in Frieden, du miese Hexe. Oder mein Bruder wird dir in den Hintern treten. Sollte es sich zu mir wagen, wird er in die Flucht geschlagen. Los nun, Klungo, drücke den Schalter. Ich will vergessen mein Alter. So sei es, Herrin. Alle Systeme aktivieren. Gleich geht es los. Benjo, Hilfe! Und wieder 30 Minuten episches Hexenlachen. Hurra, endlich ist es soweit. Bär und Vogel haue ich aus dem Kleid. Wäre nicht zu Brei vielleicht ein besserer Reim gewesen? Oder war man da damals so fixiert darauf halt? Ich weiß es nicht. Ah, Moment, das ist der Doppelsprung und wir können... Au. Und wir können auch so zuschlagen. Genau. Das ist interessant. Ich frage mich da, was da weiter ist. Ich weiß es nicht. Hier hat irgendwas geatmet. Das ist die erste Welt, Mumbus Mountain. Da oben ist nichts, okay. Um die Tür zu öffnen, müsst ihr das Puzzlebild dieser Welt finden. Okay. Ich brauche... Oh. Ich glaube, ich brauche ein Puzzleteil. Um die angezeigte Welt zu betreten, müsst ihr die Lücken des Bildes mit Puzzleteilen füllen. Ich bin so ein Versager. Noch haben wir keins gefunden. Mir war so, als hätte ich ein Puzzleteil in der Nähe des Eingangs gesehen. Komm wieder. Vielleicht komm wieder zurück. Oder hat man damals auch schon Worte einfach so sitzen lassen wie heutzutage? Ah, da oben! Das hole ich mir, das ist meins! Geil! Juhu, ich bin ein lustiges Puzzleteil! Erzählst du mir jetzt einen Witz oder was?
Such ein Bild, in das ich hineinpasse. Okay. Aha! Aha! Könnte fast Goofy sein. Ach stimmt, da kommen wir ja gar nicht hoch. Ist übrigens auch wieder, ne? Größer ging das Bild einfach nicht. Oh Moment, oh Moment. Nice. Ist... warum hat man nicht eine Bilddatei nehmen können? Selbst für ein altes Spiel sollte das doch möglich sein, oder? Vogelbeine mag ich sehr. Sie sind ein leckeres Dessert. Also ich finde ja, eine Hähnchenkeule ist eigentlich als Hauptspeise sehr lecker. Aber das bleibt ganz dir überlassen. So, liebes Bild, ich habe ein Puzzleteil. Das erste Puzzleteil ist schon eingesackt. Göttlich, drücke A, um die Lücken des Bildes zu füllen. Oder B, wenn du kein Puzzleteil einsetzen willst. Ja, ich möchte, aber ich muss ja. Oh, scheiße. Das ist ja ein ganz anderer Ort. Ich verstehe es nicht. Das war viel zu leicht. Noch habt ihr nichts erreicht. Ja, ich weiß. Ist da oben wirklich nichts? Vielleicht habe ich auch... Ich will wissen, ob da oben was ist. Da oben ist nichts. Ist das die Weltmelodie? Kann das die Weltmelodie sein? Mumbus Mountain. So, Leute, ja, ich weiß, wir haben fast nichts erreicht. Doch, wie es mich deucht, ist ein Ende eines Partes erreicht. Ja, jetzt bin ich selber wieder Spiel und mache erreicht aus erreicht. Ja, super. Gut, Leute, wir haben knapp 20 Minuten aufgenommen, oder meine Aufnahme zeigt hier 20 Minuten an. Und deswegen möchte ich gerne, ja, den Part hier beenden. Klingt zwar hart, aber wir haben ein Puzzleteil, ja. Das ist schon mal der erste Schritt zu den 100%. Natürlich wird dieses Projekt 100% beinhalten. Ist natürlich klar. Doch was mich noch alles erwarten wird, ich habe keine Ahnung. Ich möchte gerne das nächste Level, also Mumbus Mountain, möchte ich gerne im nächsten Part anfangen. Vor allem ist das ein schöner Ort, um hier einen Cut zu setzen. Deswegen, Leute, bedanke ich mich fürs Reinschalten, Leute. Schaltet auch demnächst wieder rein, wenn es dann heißt Banjo und Ahur, oder eher gesagt Ahur und Kazooie. Und bis dahin, habt noch einen schönen Tag, bewertet den Part und Masa la Vista, Baby!